nicht lange sichtbar, nachdem ich mir das Herz vorgeknüpft habe. Beeil dich. Thank you.
Okay. Verschlossene Tür umgehen.
Uns euer wahres Gesicht. Thank you.
Oh.
aus seinem Fleisch. Ich verdiene mein Geld. Jacobs Körper ist verschwunden. Wurde er von Tieren gefressen? Oder von Ben Stoutons Magen? Welcher denn begraben sein? Lass uns raus aus diesem Dreck noch.
was my sin! Du bist wohin. Sieh zu, dass du da rauskommst. Verschwinde da. Thank you.
Thank you.
Es macht dir ganz langsam Spaß. Ich beschwöre euch! Lass mich nicht helfen!
Du hast gleich Besitz. Zu Hause? Heute keine Besucher. Ich bin ein Verbanner. Vielleicht kann ich euch helfen. Wenn ihr helfen wollt, dann verbannt euch selbst, gottloser Bastard, runter von meinem Land! Gottloser Bastard? Das ist selbst für mich neu. Mal sehen, ob wir außerhalb des Hauses etwas finden, das uns weiterbringt.
eure wahre Gestalt. Vorne! Dieser Ort ist mit Geisterschutzvorrichtungen versehen. Let's see.
bester Schutzvorrichtung. Ich brauche deine Hilfe. Was hat mich im Griff? Geisterschutzvorrichtung.
dieser Blitznebel ist anders. Wie meinst du? Als wäre er verstärkt worden, um etwas zu schützen. Es gibt hier nichts für euch. Mein Name ist Antea Duarte. Das ist mein Partner Ray McGrath. Wir sind Verbanner. Wir können helfen. Ihr sucht ihn heim. Ich suche ihn heim. Ihr solltet nicht hier sein. Ihr seid an die Welt der Lebenden gefesselt. Wisst ihr, woran das liegen könnte? Ihr solltet gehen. Also, wer seid ihr? Ich bin Lisbeth, und nun lasst mich in Frieden. Bleibt weg von meiner Schwester. Bleibt weg von Mary Claire. Verschwindet! Seltsam, sie scheint uns nicht wohlgesinnt, aber trotzdem hilft und schützt sie uns. Sie kann bereits ihre Wische kontrollieren. Ihr Geist wird schnell mächtiger. Geht es nur mir so, oder? Ich habe es auch gespürt.
Aufnahmen der Vergangenheit sind noch immer hier. Auch zu Hause schreiben können. Was macht dein Bein? Immer noch mal. Außerdem musste ich mal an die frische Luft. Und mir gefällt es hier. Ich weiß, dass es dir hier gefällt. Ja. Warte. Nein. Meine Halskette ist verschwunden. Die andere junge Dame muss also Mary Claire sein. Mary Claire hat gehumpelt. Ihre Schwester muss sich um den Haushalt gekümmert haben. Sie schienen beide glücklich mit der Situation. Sie haben sich gut ergänzt. Schutzvorrichtung. Denkst du, du kommst allein zurecht? Achtung! Geisterschutzvorrichtung.
viel besser. Alles danke. Überlass das mir. Sie ist das Blatt, das vom Wind gebändigt wird. Wie ging es nochmal? Das Licht deiner Augen. Die Wärme deiner Augen. Du erinnerst dich also doch. Sie fuhr aus Irland und vor einer Ehe, die sie nicht wollte. Sie haben viel Risiko. Kid, das war sehr mutig.
Es war so romantisch. Bitte, sag's nochmal. Die Wärme deiner Augen. Die Finstern der Nacht. Das Feuer ist deine Stimme. Mein Herz entfacht. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Es war wirklich grauenhaft. Und ich finde es immer noch wunderbar. Herzstücke treiben widerhallend über die See. Im Schlaf wartet der Sturm auf dich. Unsere verbundenen Seelen bringen das Unaussprechliche in die Welt. Gefunden. Es gibt hier nichts für euch. Wer ist Mara Tynan? Nein, bitte, lasst es sein, lasst sie in Ruhe. Ein Geist hat den Ort hier markiert und seine Spuren hinterlassen. Noch eine Spur, hier entlang. Aus der Vergangenheit, die ein Gast hier hinterlassen hat. Ich kann sie aufdecken. Sie. Lass mich vorangehen. Liebesgedichte, verstärkter Blitznebel. Beschützerinstinkt grenzt an Magie. Das verleiht ihr Macht. Wir sollten vorsichtig sein. Das ist Hausfriedensbruch. Lasst uns in Ruhe. Ich fürchte, das ist nicht möglich. Wenn in eurem Herzen noch ein letzter Funke Güte steckt, dann geht bitte. Was ist passiert? Wie seid ihr gestorben? Jeder stirbt irgendwann. Das wusste ich, hielt mich aber für eine Ausnahme. Eine Schnittwunde. Eine Entzündung. Mich von innen verzehrte. Beinahe. Eure Schwester ist euch offensichtlich wichtig. Ihr wollt ihr kein Leid zufügen. Und ihr? Nein, aber ich werde es tun, wenn es sein muss. Lasst uns in Frieden. Lasst Mary Claire in Ruhe. Versteht. Sie ist stark und hat einen ausgeprägten Beschützerinstinkt. Die Schwester Mary Claire sollte nicht weit weg sein. Halt nach einem Haus ausschauen. Die du am Fluss trugst. Am Rande der Aue die Blüten und Blätter. Ich sehe die Flügel flattern wie Fahnen am Hafen. Vom Rande der Aue vielleicht meinen Retter.
Banishers? Nein, aber ich sehe Spektralspuren, die das Gebäude umschließen und die Tür blockieren. Wie ging das Gedicht nochmal? Ich sehe die Schürze, die du am Fluss trugst. Am Rande der Wanne die Blüten und Blätter. Ich sehe die Flügel flattern wie Fahnen am Hafen. Vom Rande der Aue vielleicht mein Alter. Vielleicht bezieht sich hier irgendwas auf die Verse im Gedicht. Ich sehe die Milch, die du heute Morgen geschäumt, am Rande der Aue die Blüten und Blätter und ihre Tropfen auf deinen Knopf. Vom Rande der Aue vielleicht meinen Reiter. Ich sehe den Quark aus der Molke entstehen, vom Rande der Aue die Blüten und Blätter und im Heu das frische Gras vergehen, vom Rande der Aue vielleicht meinen Reiter. Zum Bett wird der Topf gebracht zum Kalken, die ganz gebraten und das Brot gebacken.
Elisabeths Schwester Mary Claire hat geheiratet. In Irland. Aber sie sind beide hier in New Eden. Warte mal. Natürlich. Das hier ist nicht Mary Claire. Moratan war verlobt und flüchtete zusammen mit Elisabeth, um der Hochzeit zu entkommen. Mary Claire ist gar nicht Elisabeths Schwester. Sie gibt es nur vor, damit sie zusammen sein kann. Wir wissen, dass Mary Claire nicht die ist, für die sie sich ausgibt. Wir wissen, dass ihr keine Schwestern seid. Das reicht jetzt. Verschwindet! Sie hat das nicht verdient. Geht weg. Ist es, die sie auch jetzt noch aneinander fesselt. So was soll vorkommen. Dann wollen wir mal mit ihnen laufen. Mit einem verliebten Geist ist nicht zu spaßen. Das glaube ich. Ihr solltet nicht hier sein. Ihr ebenso wenig, Elisabeth. Ihr werdet heimgesucht. Und Herr Duarte freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ihr wart die ganze Zeit über hier. Wir haben mehr gemeinsam, als ihr denkt. Wir stecken beide in einer ähnlichen Zwickmühle. Wir wollen uns nur gegenseitig beschützen. Dann verlasst dieses Haus und kehrt nie zurück. Lasst uns in Frieden. Das könnten wir tun, aber dann wird Mora sterben. Wie könnt ihr es wagen? Was wollt ihr? Die Leute hier. Sagen wir, es mangelt ihnen an Verständnis. Wie konntet ihr sie so lange täuschen? Woher habt ihr den Mut genommen? Es war Rache. Wir wissen, was sie der Lehrerin angetan haben. Was die freien Frauen antun. Wir haben uns angepasst. So getan wie sie. Schroffheit war eine Fassade, hinter der wir leben konnten. Eine Maske für die Welt, damit wir zu Hause unser wahres Gesicht zeigen können. Der Welt etwas vorzumachen, ist eine Sache, aber sich selbst. Wie hat es zwei Freigeister wie euch an diesem entlegenen Ort verschlagen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wir waren Nachbarn in Irland. Elisabeth nicht! Die anderen Siedler! Es ist Zeit. Jemand muss es erfahren. Jemand muss sich an uns erinnern. Eure Liebe ist ein wertvolles Geschenk. Ihr wollt, dass ihr nicht vergeht. Das verstehe ich. Ich bezweifle, dass ihr das tut. Wieso sorgt ihr euch wegen der anderen Siedler? Das sind Puritaner. Wenn diese bigotten Narren das erfahren, jagen sie uns aus der Kolonie. Oder noch schlimmer. Viel schlimmer. Für die Welt sind wir Schwestern. Gläubig, treu und unzertrennlich. Und jeder Mann, der Elisabeth wollte, bekam auch mich. Samt kaputtem Bein. Keiner hielt es je aus. Jetzt bin ich bloß eine verkrüppelte junge Frau. Allein. Keine Familie, kein Geld, keine Stellung. Meine einzige Hoffnung ist wohl die Ehe. Aber glücklich wird sie nicht sein. Ihr wuchs zusammen auf. Unsere Familien hatten Betriebe,
Euros Vater hat eine Schafsfarm, meiner handelt in den Vorderen. Mit 16 brach ich mir das Bein. Die Ärzte meinten, ich würde nie wieder laufen, dass der Schock mich wohl umbringen würde. Ich zeigte es ihnen. Ich ging zu den O'Haras, um zu lernen, wie man mit Wolle handelt. Wir kamen uns näher und haben uns schließlich verliebt. Und als man euch zu heiraten wollte, seid ihr hierher geflohen. Mein Herz gehört Les. Niemand anderem. In New England konnten wir leben, wie wir wollten. Niemand kannte uns. Ihr habt euch geliebt. Eure Liebe war so groß, dass nicht einmal der Tod euch teilen konnte. Aber Lisebix, ihr müsst verstehen, dass ihr an Moras Lebensessenz zählt, damit eure eigene Existenz, was davon übrig ist, nicht endet. Und ihr? Gilt dasselbe nicht auch für euch? Fügt ihr ihm kein Leid zu, in dem ihr bleibt? Wir haben andere Wege gefunden, während ihr an Essenz gelangt. Verbanner, schon vergessen. Zeigt mir wie. Ihr habt euch so entschieden und ich möchte das auch. So einfach ist das nicht. Antea gelangt nur deshalb an Essenz, weil wir Verbanner sind. Und selbst für uns ist das nicht einfach. Ihre Liebe ist ein Todesurteil. Sie bringt euch um. Und dann werdet ihr beide vergehen. Ein Leben ohne sie. Der Gedanke macht mich krank. Ich weiß, wovon du sprichst. Ich kann nicht ohne sie weder hier noch sonst wo. Ihr werdet heimgesucht. Wir wollen den Spuk ein Ende bereiten. Eure Teilen, ich denke, ihr würdet alles tun, um eure Liebste zurückzubringen. Ihr habt recht. Das würde ich. Das ist natürlich. Ich würde für meine Liebste das Gleiche tun. Wartet! Ihr dürft das nicht! Nein, was habt ihr vor? Fasst sie nicht an! Es tut mir leid. Moira! Ich kriege euch! Und zwar euch beide! Alles in Ordnung mit dir. Ihr Schicksal war bereits besiegelt. Mir geht's gut.
Kraft besitzt. Thank you.
yourself.
beschäftigt. Warte mal. Spektralspur. Ein Spukhaus. Auf den Geist seiner Schwester setzt, ist er ein Narr. Ja, ich kann ja verstehen, Kraft aus einem Glauben zu ziehen, aber das... Es ist nicht an uns, ihn vom Gegenteil zu überzeugen.
hier ist jemand in Not. Entschuldigt die Unordnung. Nur wieder eine Flasche runtergefallen. Keine große Sache. Seid ihr sicher, dass es euch gut geht? Ihr wirkt etwas überfordert. Eine Flasche ist vom Regal gefallen. Nicht der Rede wert, Mr. McGuire. Das passiert immer mal wieder. Geht es euch gut? Na, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Ich habe ein Alkohol. Ach ja? Ja, der Alkohol verschwindet einfach. Die Flaschen fallen zu Boden und gehen kaputt, obwohl ich gar nicht hier bin. Ein riesen Alkoholproblem. Gegenstände, die unerklärlich verschwinden oder kaputt gehen, entweder werdet ihr heimgesucht oder ihr seid tollpatschiger als ihr denkt. Heimgesucht? Na, Eure Majestät, warum nicht? Wie sagt man, wenn dein Leben beschissen ist, ist Heimsuchung nicht das Schlimmste? Ihr könntet in Gefahr schweben. Eine Heimsuchung endet selten gut. Na, das sind ja mal wirklich schlechte Nachrichten. Was gut ist, weil ich nichts von guten Nachrichten halte. Ich biete euch meine Hilfe an. Könnt ihr sie wirklich ausschlagen? Ich halte auch nichts von Handreichungen. Aber wenn ihr tun wollt, was ihr eben so tut, dann lasse ich es euch gern tun. Passiert es nur im Laden? Oder auch woanders? Meistens nur im Laden. Könnte mich aber auch irren. Ich habe mich schon mal geirrt. Normalerweise, wenn meine Flasche verschwindet, habe ich sie selbst getrunken und es dann vergessen. Aber in diesem Fall irre ich mich nicht. Wenn es still ist, höre ich die Glasflaschen klirren. Wenn ich weg bin, wird der Alkohol lebendig. Und dann wieder fallen sie plötzlich wie aus dem Nichts zu Boden und zerspringen. Die Regale sind nicht schief und die Flaschen stehen nicht falsch. Ismail hat es überprüft. Es ist ein echtes Rätsel. Wer ist Ismail? Ismail Law ist der beste Freund, den ich je hatte. Er arbeitet für mich, wohnt unter Dach und kümmert sich um mich. Ich habe mein eigenes kleines Häuschen gegenüber. Ah, wenn man von einem Engel spricht, kommt er zur Tür hereingeflattert. Phoebe? Was ist? Oh. Guten Tag. Das ist in Ordnung. Nur eine kaputte Flasche. Liegt nur an meiner Tollpatschigkeit. Aber der werte Herr Verbanner hier denkt, wir haben einen Geist. Herr, erbarme dich meiner Seele. Bitte entschuldigt. Der verschüttete Alkohol, der Gestank. Immer mit der Ruhe. Alles wird gut. Es tut mir leid. Alles wird gut, Ismail. Tief durchatmen. Bleib ganz ruhig. Nur wieder ein kleiner Panikanfall. Alles wird gut. Sehen wir uns etwas um, bis er wieder auf den Beinen ist. Sie brauchen das Glas. Sie meinte, in ihrem Haus fielen Flaschen oft wie von selbst zu Boden. Wir sollten das überprüfen. Thank you.
Jetzt beruhige dich, Ismail. Willst du wirklich kein Tropfchen zur Stärkung? Der arme Ismail hat Angstanfälle. Es sah aus, als bekäme er Panik, als ich vor dem Geist sprach. Der sein Opfer langsam in den Wahnsinn treiben will. Erzählt mir mehr über euch, so finde ich vielleicht raus, wer euch heimsucht.
stolze Witwe und noch stolzere Dorfseiferin. Eine feine Schachspielerin und angeschickert noch besser. Das war's eigentlich. Wie lange führt ihr den Laden in den Haus schon? Seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten. Als ich ankam, gab es keinen Laden. Die Leute waren mir dankbar. Selbst der alte Heskel war zufrieden. Natürlich war ich damals noch eine respektable Witwe. Und respektable Händler sind ein Segen für Nuiden, wisst ihr? Und noch nicht mehr respektabel. Mein Mann und meine Tochter sehen sich die Radieschen von unten an, Eure Majestät. Ein Renommee ist nichts weiter als ein großer Haufen Scheiße. Und euer toter Ehemann, erzählt mal. Die Wahrheit ist so langweilig wie ein Tag ohne Schnaps. Leider. Wir waren glücklich, bis wir es nicht mehr waren. Ist es nicht seltsam? Man denkt, man heiratet einen tollen Mann. Und beim ersten Zwist stellt sich heraus, dass er ein unzuverlässiger Feigling ist. Könnte er unser mysteriöser Gast sein? Keinen Monat hat's gedauert, bis Solomon mich verlassen hat. Mein fürsorglicher Mann wurde zum verweichlichten feigen Huhn. Er ging fort zum Jagen, starb wohl in New France, meinen Namen verfluchend. Wenn es noch mehr gibt, müsst ihr es selbst rausfinden, eure Schottenheit. Verstehe. Habt ihr sonst noch Familie? Nein. Ich bin die Tochter toter Eltern und die Mutter einer toten Tochter. Wie ich sagte, die Wahrheit ist langweilig. Wie geht es Ismael? Fühlt er sich besser? Er kehrt die Scherben zusammen. Ich lasse ihn in Ruhe, bis er damit fertig ist. Das solltet ihr auch tun. Ihr wisst nicht zufällig, was seine Anfälle auslöst. Wie wir alle trägt doch er Schmerz in sich, mit dem er irgendwie umgehen muss. Also lasst ihn gefällig zufrieden, ja? Euer lästiger Geist macht sich nicht nur darum, Alkohol zu schaffen. Er hat auch euer Testament versteckt. Ich wusste doch, dass Dinge verschwinden. Es war nicht nur der Schnaps. Wessen Geist könnte denn auch im Alkohol oder euer Testament verstecken? Dieser Schabernack trägt die Handschrift meines lang verstorbenen Ehemanns. Geister können lange im Totenreich verweilen, bis sie wiederkehren. Wenn ihr euren Alkohol noch woanders lagert, würde ich ihn gerne mal sehen. Das würde ich auch lieben gerne. Aber ich habe mein Lagerhaus schon vor einiger Weile aufgegeben und die Schlüssel verloren. Ismael hat vielleicht noch Ersatzschlüssel. Sein Zimmer befindet sich oben, direkt über uns. Und ihr vertraut ihn? Obwohl er sich sehr bemüht, mich am Leben zu halten, betrachte ich ihn als meinen einzigen Freund. Danke für eure Zeit. Ich werde sie nicht weiter in Anspruch nehmen. Macht ruhig. Ich habe alle Zeit der Welt. Geisterschutzvorrichtung. Ich brauche deine Hilfe. Wo bist du? Da bin ich. Ismael hat viel riskiert, um diese Dinge zu behalten. Vor allem hier. Hatte er Angst vor einem Geist? Das würde ich ihn gerne fragen. Der Flaschen zerbricht. Damit lässt sich nicht gerade viel anfangen.
Unser mysteriöser Geist hat sich also die Zeit genommen, den Schlüssel zu verstecken. Muss ja wirklich wichtig sein. Feuchter Sand. War ich mal vor kurzem am Meer? Am Covenant Beach vielleicht? Möglich. Aber warum sollte der Geist einen Schlüssel verstecken? Was genau will dieser Geist eigentlich? Ich kann kein richtiges Muster erkennen. Verbanner Regel Nummer 1. Ein Geist verweilt nie grundlos. Lass uns mit Ismael nachplaudern.
es besser machen. Hallo auch. Was für eine angenehme Überraschung. Ich war mir sicher, dass ich euch nie wiedersehen würde. Wohin soll's gehen? Hauptsache weit weg, so Gott will. Weise Männer sagen, baut Brücken, damit Menschen einander besser verstehen. Ich sage, baut einen Pier, damit ein Schiff kommt und uns fortbringt. Für Leute wie euch und mich ist New Eden ein faszinierendes Studienobjekt. Aber wie man mir sagte, ist es für gewöhnliche Menschen ein Drecksloch. Von mir vorzugehen scheint mir die richtige Entscheidung, wenn die Leute hier aus ihren Fehlern lernen. Sie tun Buße, Fräulein Duarte. Ein Neuanfang fern von dem Ort, an dem sie sündigten, wird ihnen gut tun. So spricht ein Anführer. Ich fürchte nur, dass nicht jeder auf mich hören wird. Ich habe Angst davor, was aus ihnen wird, wenn sie hier zurückbleiben. Wir haben euch reden hören. An was arbeitet ihr gerade? Zu meinem großen Entsetzen arbeite ich an einer Rede. Sie ist... nun ja, furchtbar. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Danke. Wenn ihr irgendetwas benötigt, ich bin hier. Anderswo stehe ich nur im Weg.